Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu diesem anderen Video am Morgen. Nicht erschrecken, die Morgenkatze ist nicht weg. Ich komme nur gerade nicht dazu, sie aufzunehmen. Und da ich gerade leichte Probleme habe mit Java und so weiter, und bevor ich da jetzt irgendetwas kaputt mache, dachte ich mir, wir spielen heute zum Morgen eine Runde Wer wird Millionär? Ich werde innerhalb von 10 Minuten versuchen, oder von 15 Minuten, versuchen, so oft wie möglich Wer wird Millionär zu spielen. Also falls wir verlieren, werden wir eine neue Runde starten. Und ich werde versuchen, die 1 Million zu schaffen. Ich bin nicht besonders gut allgemein gelehrt oder sowas. Ich habe von vielen Dingen keine Ahnung. Aber ich finde es lustig, vielleicht manchmal richtig zu raten und manchmal auch Dinge zu wissen. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Ich habe es bei einigen YouTubern gesehen im amerikanischen Raum. Ich würde sagen, wir spielen einfach eine Runde. Wir spielen den Einzelspieler. Wir gehen auf Normal erstmal noch. Wartet mal, war da ein Einfach? Da war ein Einfach, oder? bin ich Julie? Bin ich Massimo, Lindsay, Ruben? Haben wir irgendeinen dicken Mann? Ich hätte gern einen dicken Mann. Chun, Heng, Nadia, George. Okay, also der breit gebauteste Mann ist der älteste Mann. Dann nehmen wir den. Na, der sieht zwar ein bisschen aus wie Blauli, aber das ist okay. Gut, Alter 75, Beruf Rentner, Hobby Minigolf. Nehmen wir. So. Weiter mit beliebiger Taste. Hey, los geht's. Okay, schönes Studio. Sehr nice. Da kommt unser Moderator. Worauf warten wir noch? Los geht's mit unserem Quiz um 1 Million Euro. Okay. Herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Hi. Freut mich sehr, hier zu sein. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ja, danke sehr. Ich hoffe, dass meine Enkel auf ihren Opa stolz sein können. Glaub mir, das kriegen wir nicht hin. Unsere Kandidaten sind bereit und können es kaum erwarten. Los geht's bei Wer wird Millionär? Okay. Sie kennen die Gewinnpyramide und ihre 15 Stufen, um die Million zu erreichen. Okay. Wir starten ganz unten, wenn ich mich nicht täusche. Um Ihnen etwas zu erleichtern, bekommen Sie 4 Joker. Den Telefonjoker, den 50-50 Joker, den Publikumsjoker und die Frage wechseln. Okay. Das ist in Ordnung für mich. Eine neue Frage ist im Anflug. Dankeschön. Welches der folgenden Werkzeuge wird nicht für Gartenarbeit verwendet? Die Schaufel, die Spitzhacke, der Rechen okay. oder der Ofen? Ich würde natürlich D sagen. Ich glaube auch, es ist nicht der Ofen, den ich für die Gartenarbeit verwende. Reagiert das noch oder? Ich muss nochmal drücken. Ich muss Sie fragen, sind Sie sich, haben Sie Ihre Wahl getroffen? Okay, ja, ich bin bereit. Das stimmt. Okay. Puh. Eine richtige Antwort. Gute Güte, wie gut. Das war die erste, das ist egal. Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst, denn hier ist die nächste Frage. Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Oh, das verwechsle ich immer. One small step for man. Los jetzt, Pablo. Oh, nein. Wähl die richtige Antwort. Ich weiß, dass Buzz Lightyear und Neil Armstrong beide Raumfahrer waren. Und ich weiß, dass sie beide auf dem Mond, also auf einer Apollo-Mission waren, glaube ich. Nur wer von den beiden war der Erste? Ach Quatsch, Buzz Lightyear ist aus Toy Story. Und ich entscheide mich für... Nevermind, Buzz Lightyear war der Typ. Wie hieß denn der andere? Was für eine Spannung. Wie hieß denn der andere? Oh, es gab, wie hieß denn der Kollege von ihm? Auch irgendwas mit Buzz, bin ich mir fast sicher. Oh, da bin ich aber also Buzz Lightyear ist Toy Story. Aber es gab einen anderen noch. Was kann man auf Eisschollen antreffen? Ja, Pinguine oder Polarbären. Also, ich würde sagen Pinguine. D, glaube ich. Ich nehme D. Sehr gut, sehr gut. Sie wissen ja jetzt, was meine nächste. Haben Sie Ihre Wahl getroffen?
Das ist sehr schön überlappend, so ein bisschen. Also Pinguine kriegen wir dahin. Noch eine richtige Antwort. Gute Güte, wie gut. Ah ja, er ist begeistert. Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst, denn hier ist die nächste Frage. Welches der folgenden Spiele wurde bisher nicht verfilmt? Angry Birds, Street Fighter, Fortnite. Sonic wurde verfilmt. Da gibt es das Meme zu. Angry Birds wurde irgendwann verfilmt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Street Fighter hat, glaube ich, auch seinen eigenen Ableger bekommen. Wahrscheinlich aber im japanischen Raum. Ich würde sagen, Fortnite ist noch nicht lang genug draußen. Es wäre ein größeres Medienspektakel um Fortnite gewesen, glaube ich. Es kann natürlich sein, dass ich da jetzt komplett daneben liege, weil ich mich wirklich eine Zeit lang nicht mit Fortnite beschäftigt habe. Aber wenn es wirklich um das Spiel an und für sich geht, Fortnite dürfte nicht verfilmt sein. Ja, okay. Sehr gut. Da bin ich aber erleichtert. Ja, ich bin auch begeistert. Sind Sie bereit für die nächste Frage? In welchem Spiel... In welchem Film spielt sich der Sänger Ed Sheeran 2019 selber? Ach du Scheiße. Tomorrow, Before, Yesterday, Next Week. Ich würde gerne das Publikum fragen. Publikum, bitte stimmen Sie nur ab, wenn Sie sich ich habe keine Ahnung. Sicher sind. Ich bin da wirklich nicht drin. Ich kenne keinen der Filme. Ich habe noch nie was von einem der Filme gesagt. Okay, wir gehen auf C. Das ist einfach, wir wissen es nicht, also wir gehen komplett auf C und wenn das Publikum uns jetzt gescampt hat, ist das sehr, sehr sauer. Nun ist es soweit, die richtige Antwort herauszufinden. Okay, die reden immer übereinander drüber, das ist halt so. Wunderbar, Sie haben wunderbar. Das Publikum hat uns nicht enttäuscht, Leute. Gut für Sie. Wundervoll. Hättet ihr das gewusst, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gewusst hättet. Weil ich habe nie was davon gehört. Wir sind 500 Euro reicher, Ihre ne? neue Frage steht bereit. In welchem Jahr entschied sich der bisher neueste Teil der Trilogie Descendants, die Nachkommen? Noch nie von gehört. Noch niemals. 2016 war ein ziemlich beknacktes Jahr. 2017 auch. 2019 hätte ich wahrscheinlich was mitbekommen. Ich sag 2018, aber es wäre komplett geraten. Wir können auch nochmal, gehen wir komplett auf Nummer sicher, weil ich habe, wie gesagt, keine Ahnung habe und geben wir uns die andere Frage. Es ist Zeit, die Frage komplett zu ändern. Ich drücke die Daumen. Ja, danke. Ich hätte 2018 geantwortet, also es ist schon mal sehr, sehr gut. Gehen wir zu dieser neuen Frage über. Ein Fahrrad. Welche Art von Fahrzeug ist ein BMX? Das ist ein Fahrrad. Ein BMX-Bike. Das kriege ich hin. Das ist auf einer Stufe mit wann kam Film XY raus? Das ist ja insane. Okay. Das ist ja insane. Sicher? Das ist definitiv meine Antwort. Die Wahl ist getroffen. Ja, das ist richtig. BMX-Bikes haben die Besonderheit, glaube ich, dass sie nur mit einer Kette arbeiten und nicht mit Gangschaltung. Auf jeden Fall der Großteil davon. Weswegen du auch rückwärts fahren kannst, indem du rückwärts bist, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Viel Glück. Er hat Fallen angekündigt. Welche Art von Landschaften findet man in einer großen Stadt an? Eine urbane, eine rurale, eine gebirgige oder eine Küstenlandschaft? Küstenlandschaft und gebirgige nicht. Jetzt ist die Frage urban und rural. Das Wort urban Landschaft kommt mir bekannt vor aus dem architektonischen bzw. Wohnungsmarkt, so allgemein. Das Ganze befindet sich in einer urbanen Landschaft. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Deswegen würde ich in dem Fall den 50-50 ziehen. Wir müssen hier unten alle Sachen ziehen. Wir müssen hier oben wirklich reinhalten. Dann. Ich ziehe jetzt nochmal. Solange sie jetzt nicht C und D entfernen, ist alles super. Urbane Landschaft. Versuchen wir es mit A. Sind Sie das davon ist definitiv eine Antwort. Ob es wohl die richtige Antwort ist? Ich hoffe es, weil ich habe eine 50-50 gezogen. In diesem Sinne richtig. Ich hätte meinem Bauchgefühl vertrauen sollen. Tja, das war schon mal ein Anfang. Spieler gewinnen am Ende immer. Du Keck, du, erfahrene Spieler gewinnen immer. Ich hoffe, Sie haben sich von Ihren Emotionen erholt. Woher stammt die Sängerin Denn Adele? Hier ist die nächste Frage. Adele kommt...
Aus einem extravaganten Land. Japan, nein. Dann Adele. Adele hatte einen Auftritt zusammen, wo sie gesungen hat mit, ich weiß nicht, wie er heißt. Das ist ein blonder amerikanischer Talkshow-Master, der auch sehr, sehr gerne singt, der auch sehr, sehr gerne mit Patrick Harris heißt er, glaube ich, von How I Met Your Mother und so weiter gesungen hat. Und ich bin mir fast sicher, dass sie in der Folge, in der sie das gemacht haben, eine spezielle Problematik hatten, und zwar, dass er einen Rechtslenker fahren musste, der nicht Automatik war. Das Problem für ihn war aber in dem Moment nicht das Rechtslenken, sondern die fehlende Automatik. Dementsprechend würde ich sagen, sie kommt aus England, weil sie momentan in England wohnt. Das kann komplett daneben sein, aber sie, so habe ich es im Kopf. Die richtige Antwort. Da würde ich alles drauf wetten. Es kann auch sein, dass sie da jetzt gerade nur so wohnt. Das war ihr letztes Wort. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Und genau so ist es. Dann kann man sich ein bisschen ableiten. Das ist nice. Das ist, wenn man sich das Ganze so ein bisschen ableiten kann, dann ist das gut. Wie heißt denn der? Wisst ihr vielleicht auch. Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Und hier kommt eine neue Frage. Welches der folgenden Insekten gilt als Glücksbringer? Die Ameise nicht. Fliegen definitiv nicht. Glühwürmchen und Marienkäfer sind die einzigen beiden, die ich mir vorstellen kann. Marienkäfer, glaube ich, stimmen deswegen, weil Marienkäfer oft auf einem vierblättlichen Kleeblatt gezeichnet werden und dargestellt werden, was ja allgemein auch schon für Glück steht. Ich glaube, desto mehr Punkte, desto glücklicher ist es, also desto mehr Glück wäre es. Ich gehe jetzt gerade komplett nach Bauchgefühlen, wie ich es jetzt gerade kenne oder aus dem Kopf kenne. Ich kann mich jederzeit irren. Ich sag das überzeugt, aber nicht mit dem Wissen. Insofern ist das richtig. Noch so. Eine richtige Antwort. Gute Güte, wie gut, haha. Ein sehr interessanter Dialog, den er dann die ganze Zeit führt. Sie haben gut angefangen und sollten auch jetzt am Ball bleiben. In welchem Land, sank die Titanic? Boah, wow. 1962, 1982 kann nicht sein. Das ist nicht möglich. 1912 würde für mich im Kopf passen, weil es vor dem Zweiten Weltkrieg war, was aber 1932 ebenfalls der Fall war. Aber ich sage, es ist 1912. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Lasst uns den Telefonjoker nehmen. Ich sage aber, es ist 1912, schon vorab. Sie haben sich für einen Anruf entschieden. Viel Glück. Zelda weiß das. Ja, hallo, was gibt es? Du, Zelda, was geht? Wer wird Millionär? Und Pablo benötigt einen guten Rat. Na, dann werde ich mich bemühen, den zu erteilen. Zelda, du bist meine letzte Hoffnung. Aber setz dich nicht zu sehr unter Druck, okay? Nicht zu sehr. Sehr knifflig. C, denkst du nicht? Schwer zu sagen. Nein, niemals. Nach dem Zweiten Weltkrieg niemals. Ich sag, das war nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Never ever. Das war nicht so nah nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wäre ja, was wäre das, 17 Jahre vor dem Mauerfall. Das kann auch völlig falsch sein. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ich sage 1912. Versuchen wir es mit A. Das Einzige, wo ich jetzt sagen könnte, was mich jetzt überraschen würde, wäre, wenn es wirklich eins von unteren wäre. So viel ist schon mal sicher. Yes. Da bin ich beruhigt. Gut, und das lernt uns wieder eine Sache. Nur weil jemand sagt, er weiß es, heißt das nicht, dass es stimmt. Sowohl ich als auch meine Ehefrau hatten beide keine Ahnung, was wir da getan haben. Ich hoffe, Sie haben sich von Ihren Emotionen erholt. Denn hier ist die nächste Frage. Also, Ah, okay. Wer war im Jahr 2019 der erste Torhüter des FC Barcelona? Die einzige Person von den Leuten dort, die ich kenne, ist Manuel Neuer. Ich kenne niemand anderen von dort.
Marc-André ter Stegen wird, so wie er geschrieben wird, entweder Franzose oder Belgier sein. Liu Jiaxin wird auch irgendwas in der Richtung sein. Hugo Lloris dürfte Spanisch sein oder sowas. Manuel Neuer ist die einzige Person, die ich kenne, die überhaupt Fußball spielt. Aber ich weiß nicht, ob Manuel Neuer ein Torwart war. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Hilfe mehr, oder? Nee, wir sind bei 16.000. Ich habe keine Hilfe mehr. Ich muss jetzt raten. Ich falle auch zum Glück jetzt auch nur alle runter, wieder bis 8.000. Der einzige Fußballer von dort, den ich kenne, ist Manuel Neuer. Die glaube ich. Das kann aber auch theoretisch die absolute Hölle sein, dass wir es jetzt nicht bis dahin geschafft haben. Damit wir uns einig sind. Okay, dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Antwort. Wie ja. Schade. Okay, Fußballfragen werden mich immer kriegen. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Mein neuester Stand, was Fußball angeht, ist, dass Kevin Kurani vom VfB Stuttgart zum Schalke gewechselt hat. Seien Sie nicht so sehr enttäuscht. Wie viel haben wir geschafft? Wir haben 16.000 geschafft, Leute. Im ersten Versuch sind wir an der von 16.000er Frage gescheitert. Wunderschön. Leute, ich hoffe sehr, das hat euch gefallen, das kleine Abwechslung zu den Morgenkatzen. Die Morgenkatzen gehen natürlich weiter. Ich muss nur gerade irgendwas dazwischen produzieren, weil ich gerade zwischendrin so ein bisschen Pille-Palle-Sachen habe und hier technische Schwierigkeiten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie viele Fragen hättet ihr geschafft? Hättet ihr die letzte Frage gewusst? Hättet ihr zwischendrin Fragen nicht gewusst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wollt ihr davon mehr sehen? Nicht als Morgenkatze, sondern vielleicht auf dem Zweitkanal oder sowas. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Macht das gut und bis dahin erstmal ciao. Und ich wünsche euch jetzt noch einen traumhaften Tag. Bis dahin erstmal ciao.